Grüß Gott, in meiner ersten Folge von meiner Serie Basteln mit Elektrotechnik zeige ich Ihnen, wie man einen infrarotlicht gesteuerten Schalter macht. Das habe ich in diesem Fall mit einer Lampe verbunden. Viel Spaß! Zu Beginn dieses Projektes habe ich mir eine alte Bürolampe genommen. Wie Sie eventuell schon wissen, sieht die herkömmliche Schaltung einer Lampe so aus. Vom Pluspol geht es in einen Schalter, dann weiter in die Lampe und von der Lampe geht es in den Minuspol. Solange der Schalter geschlossen ist, leuchtet die Lampe und wenn der wieder geöffnet ist, leuchtet die Lampe nicht. So sieht es bei dieser Lampe, die ich verwendet habe für dieses Projekt, auch derzeit noch aus, aber das wird überarbeitet. Wie Sie in diesem Video von vorher gesehen haben, habe ich die Isolation von den Drähten schon im Vorfeld entfernt. Deswegen ist die hier nicht mehr zu sehen. Hier sieht man, dass die Isolation auf den Kontakten des Schalters noch vorhanden ist. Diese wurde nun in weiterer Folge entfernt, um hier die Anschlussdrähte von den Kontakten des Schalters ablöten zu können. Für die zusätzlich eingebauten Komponenten habe ich mir ein Gehäuse aus 3D gedruckten PLA-Material gedruckt. Wie Sie sehen, habe ich da, wo ich vorher die zwei Drähte entlötet habe, zwei neue Drähte angelötet. Warum das so ist, erzähle ich Ihnen in weiterer Folge. Auf die neu angelöteten Drähte habe ich nun mittels eines Schrumpfschlauches wieder eine Isolierung angebracht. Wie Sie sehen, habe ich mit den Schrauben, die ich zu Beginn aufgeschraubt habe und den Deckel der Lampe gelöst habe, nun die Lampe auf den Deckel des 3D gedruckten Gehäuses angeschraubt. An dieser Stelle bin ich es Ihnen schuldig, Ihnen meinen eher nicht so normgerechten Schaltplan zu erklären. Also hier haben wir die Steckdose, wo wir alles versorgen. Vom L gehen wir hier in die Klemme X12. Die geht über einen Schalter, wiederum über eine Klemme, hier in eine Steckdose. X2 ist ebenfalls eine Steckdose, an der ein Netzteil draufhängt, in ein Arduino. Das Netzteil regelt auf 9 Volt, Gleichspannung runter und damit tun wir den Arduino über das Koaxialkabel versorgen. Sie sehen auch, dass vom L-Verteiler hier über den Arbeitskontakt des Relais-Moduls später die Lampe geschalten wird und hier in den N-Verteiler geht. Vom N-Verteiler geht es ebenfalls ins Netzteil rein und hier bekommt der Arduino seine Versorgung. Das Relais-Modul für den Arduino wird mit 5 Volt versorgt, aber die Spule hier ist nicht angezogen. Die ist erst angezogen, wenn hier ein digitales Signal vom Pin 13 vom Arduino kommt. Das heißt, der Arduino sagt in seinen Code hier High und wenn hier High ist, leuchtet die Lampe. Wenn hier wieder Low ist auf Pin 13, dann leuchtet die Lampe auch wieder nicht. Und gesteuert wird das Ganze über einen Infrarotsensor. Das heißt, der sendet infrarotes Licht und empfängt infrarotes Licht und wenn er das empfängt, dann soll er seinen Zustand umschalten. Wie Sie sehen, habe ich im Gehäuse bereits zwei Säulen geplant, die für die spätere Befestigung der Steckdose im Gehäuse zuständig sein werden.
In dem Video vorher haben Sie gesehen, wie ich die Drähte in die Steckdose eingesteckt habe. Und so sieht das Ganze jetzt im Gehäuse drin aus. Über das Modell, das ich erstellt habe und dann später 3D gedruckt habe, waren hier Löcher vorgesehen für ein Gewinde, an dem die Steckdose dann angeschraubt wird. Leider habe ich nicht daran gedacht, dass hier zu wenig Platz ist, dass ich da ein Gewinde reinschneide. Und dann habe ich hier einfach einen Kabelbinder dran gemacht, der das Ganze hält. Ist so nicht die professionellste Lösung, aber es hat mir das erspart, dass ich nochmal einen neuen Druck mache. Nichtsdestotrotz sehen Sie, dass das Netzteil hier eingesteckt werden kann. In Vorbereitung auf die nächsten Arbeitsschritte habe ich mir schon alle Platinen herausgesucht. Hier ist der Infrarotsensor, hier sehen Sie das Relaismodul und hier ein Nachbau von einem Arduino Uno. Um alles so realisieren zu können, wie es in dem Schaltplan vorher ersichtlich war, ist es erforderlich, hier den Nähleiter aufzudrehen. Sie sehen jetzt hier, dass alles frei liegt. Hier, das ist das, was zur Steckdose geht, und hier, das ist das, das zur Lampe raufgeht. Um an den Platz zu kommen, wo die ganzen Klemmen zur Verteilung sitzen im Gehäuse, reicht mir leider die Länge der Drähte nicht aus. Hier sehen Sie, dass ich andere Drähte vorbereitet habe und bereits die Spitzen verzinnt habe. Das habe ich deswegen gemacht, damit ich das schön verlöten kann und somit die Drähte verlängern kann. Auch hier habe ich wieder Schrumpfschläuche angebracht. Da diese aber doch etwas lose gesessen sind, habe ich diese noch mit einem Kabelbinder fixiert. Ist zwar alles keine Lösung, wie man es in der Praxis machen würde, aber fürs Basteln zu Hause ist es vielleicht gerade noch zulässig. Um nicht durcheinander zu kommen, habe ich mir nun alle Drähte gekennzeichnet, nach dem Ort, wo sie hingehen. Hier Netz, das geht zur Steckdose. Schalter geht zum Schalter der Lampe und Glüh, das geht zur Glühbirne. Wenn man sich das Ganze hier ansieht, wäre das, was vom Netz kommt, das sind diese zwei Drähte hier, dann Glüh wäre einerseits der Draht, der hier auf X13 kommt und andererseits der, der von der Glühbirne reingeht in Kontakt 11 vom Arbeitskontakt vom Relaismodul. Und Sie sehen noch hier, wo da steht Schalter, das geht einerseits in X12 und der andere geht in X11. Hier sehen Sie das Relaismodul, das wird später mittels Schrauben- und Abstandhalter mit dem Gehäuse verbunden. Glüh wird jetzt hier angesteckt, wie Sie vorher gesehen haben, wird am Arbeitskontakt 11 der braune Draht von Glüh angeschlossen und der andere Draht von Glüh, der wird auf Klemme X13 hier angeschlossen. Widmen wir uns jetzt dem Netz. Der blaue Draht von Netz wird ebenfalls auf X13 angeschlossen. Der braune Draht wird auf X12 angeschlossen. Vom zweiten Arbeitskontakt des Relaismoduls wird dann ein brauner Draht weitergelegt, ebenfalls auf X12. Nur fehlen nur noch die mit Schalter gekennzeichneten Drähte. Der eine Draht von Schalter geht ebenfalls in X12 und der andere Draht von Schalter geht in X11. Hier sehen Sie ebenfalls X11. Und der braune Draht der Steckdose X2 kommt hier hinein. Der blaue Draht der Steckdose X2 kommt in X13. Sie sehen jetzt hier, dass alle Klemmen X1 fertiggestellt wurden und die wurden jetzt hier auf diesem Platz im Gehäuse platziert. Wenn man das Ganze jetzt nochmal Revue passieren lässt, ist von hier über hier, hier, alles verdrahtet worden. Die restlichen Verdrahtungen
sind vom Arduino aus durchzuführen. Aber bevor hier verdrahtet wird, wird der Code auf den Arduino gespielt. Hier ist noch der Code des Arduinos ersichtlich, ganz einfach erklärt. Auf der Signalleitung vom Infrarotsensor ist der Pin 12 des Arduinos angeschlossen und auf dem Pin 13 des Arduinos hängt das Relaismodul. Und immer wenn der Infrarotsensor was erkennt, das was vor ihm ist, schaltet er das Relais um. Das heißt, das Relais ist nicht angezogen, der Infrarotsensor erkennt was und dann zieht das Relais an. Und wiederum, wenn das Relais angezogen ist und der Infrarotsensor wieder was erkennt nachher, ist das Relais dann nicht angezogen. Der fragt das Ganze immer ab, einmal pro Sekunde. Und hier ist noch die ganze Logik von den Umschalten zu sehen in der Schleife drin. Die Platinen verbinde ich jetzt mit dem Arduino mit Jumperkabeln. Hier empfehlen sich Jumperkabeln, die auf der einen Seite männlich sind und auf der anderen Seite weiblich. Das Infrarotmodul ist mit plus 5 Volt versorgt, die hier vom Arduino kommen. Auch Ground kommt vom Arduino. Und hier ist die Leitung 12, die hier auf dem digitalen Ausgang oder Eingang 12 des Arduinos kommt. Der digitale Ausgang 13 geht hier auf das Relaismodul und auch das Relaismodul ist hier mit plus 5 Volt und Ground vom Arduino aus versorgt. Jetzt wurde hier noch das Netzgerät eingesteckt und der Arduino wurde mit Strom versorgt. Deckel drauf und jetzt wird überprüft, ob das Ganze funktioniert oder explodiert. Also wie Sie sehen, auf den ersten Blick scheint alles ordnungsgemäß zu laufen. Aber jetzt wird die berechtigte Frage von Ihnen kommen, warum man sich das alles antut. Warum tut man nicht einfach mechanisch weiter ein- und ausschalten und warum tut man sich diesen Zusatzaufwand an mit dem Infrarotsensor? Ganz einfach erklärt, wenn man solche Projekte nicht macht, dann muss man sich irgendwas anderes einfallen lassen, dass man einen guten Lerneffekt hat. Also solche Projekte eignen sich sehr gut, um neue Sachen mit Elektrotechnik oder Elektronik zu lernen und das war auch der Ansporn, warum ich das gemacht habe. In weiterer Folge zeige ich Ihnen noch ein paar Schwächen von dieser Konstruktion. Wie man gesehen hat, schaltet diese Lampe die ganze Zeit durch. Das ist auf den Infrarotlichtanteil des Sonnenlichts und des Halogenlichts zurückzuführen. Um das Ganze kontrollieren zu können, werde ich noch einen Lichtsensor an dieser Gerätschaft anbauen, der mir alles, was sie jetzt gesehen hat, erst freischaltet, wenn eine gewisse Lichtstärke unterschritten ist. Aber das kommt in der nächsten Folge. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie etwas lernen konnten. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn Sie mir ein Like geben, meinen Kanal abonnieren oder die Glocke aktivieren, um die neuesten Videos sofort sehen zu können. Vielen Dank und auf Wiedersehen.